Das war's. Wie konnte ich gegen euch verlieren? Gib endlich auf. Was war das für eine Stimme? Gib endlich auf, dann werden wir dich verschonen. Ich bin so weit gekommen, nach langen, qualvollen 15 Jahren. Ich werde jetzt nicht einfach aufgeben. Achtung zur Seite. Das tut ihm nicht gut. Nein. Was ist mit ihm passiert? Das scheint mit denjenigen zu geschehen, die versuchen, das Portal zu durchqueren, ohne die Medaille zu besitzen und ohne ein Wiener zu sein. Sein Körper hat sich einfach aufgelöst. Nun wissen wir, dass er die Wahrheit gesagt hat. Alright. Ich würde sagen, dann gibt es jetzt bloß noch eins zu tun. Genau. Nämlich Mala geht mal hoch. Mala, du möchtest doch bestimmt deine alte Heimat wiedersehen, oder? Du bist die einzige von uns, die das Portal unbeschadet durchschreiten kann. Möchtest du es versuchen? Na, logisch. Jo. Und es klappt. Dam-di-lam-di-lam. Ja, genau. Vena, willkommen Mala. So, wir können mit niemandem reden, da ja Mala bekanntlich nicht sprechen kann. Allerdings können wir, ja, wir können mal Spaß mit jemandem reden. Gut, manchmal würde es mich interessieren, was unterhalb von Mala vor sich geht. Ja, wir reden dann mit den Leuten, sobald wir im Palast waren. Moment. Der Palast von Mala ist frei zugänglich. Gucken wir uns mal im Palast ein wenig um. Willkommen im Palast von Mala. Am Ende des Ganges ist ein Raum, den wohl niemand von uns jemals von innen betrachten wird. Schade eigentlich. Ach ja. Okay, wir gehen erstmal nach oben. Ganz nach oben. Und zwar hier rein. So. Wenn du mit dem König sprechen möchtest, geh einfach zu ihm. Unser König ist so gutmütig, aber ich glaube, dass er im Grunde seines Herzens sehr traurig ist. Ja, warum nur? Du befindest dich hier im Thronsaal. Ich hoffe, du weißt, dich zu benehmen. Nun, der König vermag es zu sehen, was auf der Erde vor sich geht. Mich würde es auch gar nicht interessieren, wenn ich ehrlich bin. Hallöchen, König. Lecorina, meine geliebte Tochter. Haha! Awesome Musik aus Krytheos. Dam dil dam dil dam. Ich hätte niemals gedacht, dass ich dich jemals wiedersehen werde. Lass mich dich in den Arm nehmen. Yeah! Malas Papi! Du hast so lange im Ungewissen gelebt. Es tut mir so unendlich leid, Lecorina. Und Mala heißt in Wirklichkeit Lecorina. Naja. Ja, Fragezeichen. Du musst so viel durchmachen und das alles nur wegen mir. Das werde ich nie wieder gut machen können. Naja. Und dennoch verzeihst du mir, Lecorina. Weißt du, ich habe die Hoffnung all die Jahre nicht aufgegeben. Ich war immer bei dir von hier oben. Kurz nach dem Vorfall mit Cioris war ich am Boden zerstört, aber schnell darauf entdeckte ich, dass du von Seria gefunden und aufgenommen wurdest. Er kann ja auf die Erde sehen. Awesome. Der Rekuren, König Rekuren, oh Mann. 15 Jahre lang habe ich dich von hier aus oben beobachtet und doch konnte ich nichts tun. Demnach weiß ich auch über eure Aufgabe Bescheid. Sie ist edel und wichtig. Ich bin so stolz auf dich. Yeah. Und gleichzeitig bin ich deinen Freunden so unendlich dankbar. Hätten sie dich nicht gefunden, dann wüsste ich vermutlich heute noch nicht über deine wahre Herkunft als Wener und offizielle Thronerbin des Königreichs Mala Bescheid. Ich habe ihnen so viel zu verdanken. Ja, und sie können leider nicht hoch. Wer sagt das? Hier bin ich doch. Lilia, was machst du hier? Aber es wäre naiv von mir, dich darum zu bitten, fortan bei mir, deinem Vater, weiterzuleben. Deswegen werde ich dich auch nicht danach fragen. Ich kenne eure Aufgabe, Lecorina. Außerdem sehe ich in deinen Augen, dass du deine neuen Freunde ins Herz geschlossen hast. Du wirst alles tun, um ihnen zu helfen. Alright. Aber möchtest du nicht wenigstens für heute bei mir bleiben, Lecorina?
Du schüttelst den Kopf. Das dachte ich mir fast. Im Grunde genommen hast du auch recht. Du kannst deine Freunde jetzt nicht allein lassen. Aber bitte versprich mir, dass du mich ab und zu besuchen kommst. Kein Thema. Jedoch kann ich nun endlich etwas unternehmen, um dich und deine Freundin zu unterstützen. Lekurina oder Maler, will ich deine Freundin nennen. Bitte nimm dies an dich. Schlüssel der Natur erhalten. Awesome! Dieser Schlüssel öffnet eine Tür in den Palast, hinter der du das für dich bestimmte Erbe der Vena antreten kannst. Eigentlich ist es noch zu früh dafür, aber die Not der Lage erfordert harte Maßnahmen. Ich wünsche euch allen alles Gute dieser Welt. Passt auf euch auf. Grüß deine Freunde von mir. Okay, Rekuren. Ich wünsche euch allen Gute für diese Welt. Pass auf dich auf, meine geliebte Tochter. Naja. Okay, wir sind alleine, Maler oder Lekurina, wie sie richtig heißt. Wo ist der Schlüssel? Lavakruste, Elfenbogen, Meuchler, Magieband, Schlüssel der Natur. Der Schlüssel öffnet die Tür zum Erbe des königlichen Familie der bla 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 bla. Man sollte gescheit lesen, ne? Öffne die Tür zum Erbe der königlichen Familie der Vena. Ja, der Rekurin. Jetzt wissen wir, dass Maler wirklich... Herr Enlanke ist zum Thronsaal. Dass Maler wirklich... aus dem Himmel kommt. Vena Maler. Hier ist das Schlafgemach des Königs. Nun, einst wurde es auch vom Rest der königlichen Familie bewohnt, jedoch... Ja. Theoris hat Maler hinuntergerissen und... bla bla bla. Ach, wir können ja noch nicht lesen. Oh Mann. Scheiße. Naja, dann machen wir das Ganze ein bisschen anders. Von der Reihenfolge her. Dam, dam, dam. Wir gehen nach links. On the left. Geht ein langer Gang. Trotz allem wird sie immer Maler bleiben und nicht Lekurina. Nur für Familienmitglieder. Maler benutzt den Schlüssel der Natur. Awesome. Dieser Tempel sieht nur zufällig so aus wie der Tempel der Atmosphäre in Krytios. Aber die Awesome Krytios Musik war vorhin auch schön. Ja. Maler kann hindurch. Da sie eine Clan-Angehörige der Natur ist. Na dann. Der Elementargeist ist der Natur. Awesome! Dam, dam, dam! Lekurina oder Maler, wie du wohl lieber genannt werden möchtest, ich bin so froh, dass du es bis hierher geschafft hast. Ich bin der Elementargeist der Natur, das Erbe der königlichen Familie der Vena. Warum hat sie nur grüne Haare und Blumen in den Haaren? Man weiß es nicht. Und wieso hat die Maler auch grüne Haare? Tut mir leid, ich vergaß. Maler, ich möchte dich gern einen zusätzlichen Wunsch erfüllen. Aber wir haben jetzt nur sehr wenig Zeit. Ich weiß über alles Bescheid. Deine Freunde sind in Gefahr und du darfst keine Zeit verlieren, ihnen zu helfen. Und auch eure Hauptaufgabe darf nicht außer Acht gelassen werden. Na, alright. Hab keine Angst, du wirst merken, welches Geschenk ich dir neben den Kräften der Natur noch machen möchte. Vena Maler, Clanangehörige der Natur, es ist mir eine Ehre. Und nun mach dich bereit, meine Liebe. Ich werde mich nun mit dir verbinden. Natur! Yay! Und wieder haben alle im Team ihren Elementargeist. Dam, dam, dam. Maler hat nun die Kraft der Natur. Es fühlt sich gut an. Genau. Vor was? Ich kann sprechen? Weiser Geist der Natur, ich danke dir. Vielen Dank. Yeah. Naturfaser halten. Dam, dam, dam. Ja, Maler kann jetzt außerdem, dass sie die Naturfee-Dingsies hat.
Natur, Knospensaat und die Wurzelschaufel ermöglicht es Graben an weichen Stellen. Kann sie auch sprechen. Yay. Allerdings, bevor wir uns dann den Rest des Schlosses und den Rest von Wiener Maler angucken, würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte kommentieren, abonnieren. Wenn ihr möchtet, auch gut bewerten. Ansonsten bin ich der AC1005 und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Destiny Engine Powers. Bis dann, Leute, und ciao, ciao.